Das Auto ist aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Wir sind auf diese unglaubliche Erfindung angewiesen, um lange Strecken schnell und bequem zurücklegen zu können. Die ersten theoretischen Pläne für ein Kraftfahrzeug stammen von Leonardo da Vinci. Das erste Automobil war ein dampfgetriebenes Transportmittel, das 1769 von einem französischen Ingenieur und Mechaniker namens Nicolas Joseph erfunden wurde. Es handelte sich um eine Kutsche, die bis zu 4 Personen mit einer Geschwindigkeit von knapp über 3,2 km/h beförderte. Es wurde von der französischen Armee zum Transport von Artillerie eingesetzt. Die nächsten Schritte im Automobilbau erfolgten in den 1830er Jahren. Der Schotte Robert Anderson entwickelte die ersten Elektroautos, die mit wiederaufladbaren Batterien betrieben wurden. Diese frühen Elektrofahrzeuge waren nicht nur langsam und teuer, sondern mussten auch häufig anhalten, um die Batterien aufzuladen. Das Auto, wie wir es heute kennen, entstand in der viktorianischen Ära. Die Deutschen Gottlieb Daimler und Carl Benz erfanden die ersten praktischen benzinbetriebenen Fahrzeuge. Das erste Fahrzeug wurde 1885 von der Firma Benz & Cie gebaut, aus der später der berühmte Mercedes-Benz hervorging. Der Inhaber des Unternehmens, Carl Benz, erhielt 1879 ein Patent für seinen ersten Motor. Dies ermöglichte die Entwicklung des ersten Fahrzeugs, des Benz-Patent-Motorwagens. Er wurde 1885 gebaut und 1886 wurde das Patent für die Erfindung erteilt. Im Jahr 1893 wurden 25 Autos verkauft. Carl Benz war ein deutscher Motorenkonstrukteur und Automobilingenieur. Sein neues Kraftfahrzeug gilt als das erste praktische Automobil und als das erste in Serie hergestellte Auto. Die Firma Benz & Cie mit Sitz in Mannheim war die erste Automobilfabrik der Welt und die größte ihrer Zeit. Benz gilt weiterhin als Vater des Automobils und der Autoindustrie. Obwohl moderne Autos kaum noch wie die frühen Maschinen aussehen, ist ihre Grundkonstruktion doch verblüffend ähnlich. Autos von damals und heute haben einen Motor, der mit Kraftstoff betrieben wird, sowie Lenk- und Bremsvorrichtungen. Sie haben alle ein Fahrgestell mit Sitzen und die meisten auch immer noch einen Kraftstofftank. Natürlich hat sich das Automobil im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt, aber die wesentlichen Elemente sind dieselben. Im frühen 20. Jahrhundert begannen benzinbetriebene Autos, alle anderen Kraftfahrzeuge zu überflügeln. Trotz der hohen Kosten gab es eine große Nachfrage. Die Unternehmer erkannten schnell die Notwendigkeit, in die Industrie und Produktion einzusteigen und erschwinglichere Alternativen zu schaffen. Zu dieser Zeit erfolgte die Herstellung der Teile und der Zusammenbau der Autos noch in manueller, fast handwerklicher Arbeit. Autos blieben teure Luxusobjekte, bis Henry Ford 1913 das Fließband erfand. Autos waren keine handgefertigten Maschinen mehr, sondern wurden zu massenproduzierten Transportmitteln. Mit dem Aufkommen der Massenproduktion sanken die Kosten für den Zusammenbau eines einzigen Autos so stark, dass es für viele Familien erschwinglich wurde. Seitdem sind Autos in allen Industrieländern und auch in vielen weniger entwickelten Ländern allgegenwärtig geworden. Die Erfindung und Verbreitung des Automobils hat die Gesellschaft in vielen Ländern in fast unvorstellbarer Weise verändert. Das Auto hat den mobilen Lebensstil möglich gemacht. Man kann sagen, dass der Verbrennungsmotor und das Automobil zu den bedeutendsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte gehören. Der Verbrennungsmotor hat alle heute genutzten Verkehrsmittel revolutioniert.